Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play, nämlich zu Reka. Ja, ich habe wieder ein wundervolles, also zumindest von den Bildern her, ich habe es noch nicht gespielt, ein wundervolles neues Indie-Spiel gefunden. Und ja, es ist heute frisch rausgekommen, ist auch gerade aktuell noch im Angebot. Also, wenn euch das Spiel gefallen sollte und ihr das gerne selber haben wollt, ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr es aktuell noch im Angebot ergattern. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Also von der Story her weiß ich nicht allzu viel, außer dass wir, ja, wie heißt diese Hexe? Baba. Irgendwas mit Baba. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ach Mann. Dass wir diese Hexe wohl kennenlernen und wir sollen wohl so eine Art Nachfolger von ihr werden, so wie ich das verstanden habe. Viel mehr weiß ich nicht, außer dass es, wie gesagt, ein Indie-Game ist, dass die ganzen Bilder und Videos, die ich gesehen habe dazu, also kurze Trailer und so weiter, dass die wirklich toll ausgesehen haben und ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, dass ich heute mit am Start sein kann. Fangen wir einfach mal an. Achso, kleiner Disclaimer noch, beziehungsweise kleine Anmerkung noch. Ich habe wie immer natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausgeschaltet, aber ich habe eben mal reingehört. Es ist eine sehr, sehr schöne Musik vorhanden. Also wenn ihr das nur privat spielt und keine Probleme damit habt, wenn die Musik an ist, kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Es ist richtig schöne Musik drin. So, einmal einen Spielstand auswählen. Zack. Es gab eine Zeit, in der die Magie noch Teil des alltäglichen Lebens war, als die Menschen noch mit der Natur vertraut waren, vor den Maschinen. Damals wurden die alten Sitten respektiert und Hexen verehrt. Eine bessere Welt? Vielleicht. Aber die Zeit schreitet voran und wenn wir nicht folgen, wird das Zeitalter der Hexerei für immer verloren sein. Ich spüre, dass jemand naht, der für solche Herausforderungen bereit sein könnte. Jemand, der unsere Vergangenheit ehren und uns die Zukunft eröffnen kann. Jemand, der Leid und Schmerz kennt. Sie ist weit gereist, doch der Weg, der vor ihr liegt, ist weiter, als sie es sich je vorstellen könnte. Unser Untergang oder unsere Rettung, die Zeit wird es zeigen. Ja, erstmal recht herzlichen Dank an die Entwickler, dass man das durchlesen durfte. Weil ich kenne auch Spiele, wo man dann die Hälfte liest und den Rest darf man dann nicht mehr... Ja, nicht mehr durchgehen. Achso, da muss ich runterklicken. Okay. Tätowierung. Ich hätte gerne Tätowierung, aber ich sehe halt keine. Ich kann nur noch liegen. Ah, jetzt. Das wäre dann in der Mitte. Hat man die dann am Hals oder was? Hautfarbe. Nee. Sollte eigentlich bei der Hautfarbe sein. Ah, jetzt. Ja, der springt hier mit dem Controller ein bisschen schnell um irgendwie. Okay, viel Auswahl haben wir nicht. Wir sind das typische Deutsch, sag ich mal. Ja, da ist nicht viel Auswahl. Ne? Also nicht ganz so käseweiß, aber schon käseweiß sind wir. Kleidung. Schauen wir doch erstmal bei der Kleidung nach. Also... Schuhe. Ah, jetzt kann ich da reinklicken, okay. Ist natürlich alles so ein bisschen altertümlich. Nein, ich will hier oben... Das ist ganz cool. Wobei der Mantel jetzt nicht so doll aussieht, aber ich liebe halt diese langen Mäntel. Ich habe da auch welche von gehabt. Also das finde ich cool. Ich glaube, das werde ich lassen, aber ich gucke mal die anderen auch mal eben an. Also von der Steuerung her muss ich sagen, es wäre wahrscheinlich einfacher tatsächlich, wenn ich das Ganze mit Maus und Tastatur spielen würde. Ja, es sind halt diese hässlichen alten Kleider, ne? Ich meine, designtechnisch passt das natürlich sehr gut, aber ich finde die halt hässlich. Sorry, aber es ist so. Er muss auf jeden Fall schwarz sein, sonst sieht das nichts aus. Die Frage ist nur, lassen wir das so? So sieht es jetzt zwar nicht so altertümlich aus, aber ich meine, hat ja keiner gesagt, aus welchem Zeitalter wir jetzt gerade kommen, ne? Deswegen Accessoires. Ja, dann sieht man die Tätowierung halt nicht. Das finde ich auch... Kopftuch oder was? Sieht so aus? Na gut, die alten Kräuterhexen, sage ich jetzt mal, die...
Ist das denn rechte Hand, linke Hand? Ist die Schlange jetzt tätowiert? Kann ich da reinzoomen? Ich glaube nicht. Hals? Ja. Ja, komm. Wir machen dir mal Ringe an. Das sieht irgendwie ein bisschen cooler aus, finde ich. Das auf jeden Fall auch. Aber wir machen kein Rotkäppchen aus. Der sieht ja voll alt mit aus irgendwie. Ja gut, so geht's noch. Ich hätte gerne andere Haare gehabt, aber ich kann halt den... Ich kann die Frisur nicht umstellen, glaube ich. Oder? Sommersprossenmenge? Ich habe gar keine Sommersprossen. So. Augen? Was nennen die kalter Nebel? Ach so, die... Nee, die Augenfarbe. Doch, so ein bisschen die Augenfarbe wird auch beeinflusst. Da ich braune Augen habe... Das ist eher braun, ne? Ich meine, das ist auch braun, aber es sieht so komisch aus. Würde ich sagen, nämlich das... Ah, hier sind die Frisuren. Ah! Sehr schön. Da haben wir dann wieder dieses... Ich möchte aber gerne offenes Haar haben. Ganz unten haben wir einmal offenes Haar oder das hier. Das wäre eine sehr aufwendige Frisur, aber sieht nicht schlecht aus. Und... Ich weiß es nicht. Ich meine, das könnte man theoretisch auch nehmen, aber das sieht so Oma-mäßig aus, finde ich. Und wenn man jetzt von der Seite guckt, ist das Gesicht halt auch so, ne? Wegen der spitzen Nase und so, finde ich, sieht das auch so ein bisschen älter aus. Das ist dann, glaube ich, von der Kombination her nicht ganz so gut. So, die Farbe. Das ist jetzt die Frage. Meine Farbe ist garantiert wieder nicht dabei. Nee, wir haben Weiß. Naja, zumindest haben wir was Dunkles dabei. Das ist ja schon mal... Es ist nur schade, dass man... Es geht so ins Rötliche rein. Oder ganz schwarz. Ich nehme mal an, das ist ganz schwarz. Ja gut, die Helligkeit kann man noch einstellen. Natürlich ganz dunkel. Wenn man das jetzt ganz dunkel nimmt. Ja, es wirkt eher wie braun. Dann nehme ich lieber das Schwarz. Bin ich ganz ehrlich. So, die soll normale Augenbrauen haben. Oder sieht die direkt jünger mit aus? Ohne Scheiß jetzt. Ja, Augenbrauenfarbe ist logisch, ist dann natürlich das Gleiche. Halt. So. Helligkeit nach unten. Ja, keine Ahnung. Ich stelle das auf jeden Fall mal so ein wie bei den Haaren. Ja, ich würde sagen... Das sieht recht gut aus. Ich komme jetzt nur nicht auf verlassen. Doch, das war verlassen, glaube ich, gerade, oder? Ah, Mist. Verlassen. So, Charakter könnte ich theoretisch immer anpassen. Was schade ist, dass ich das Gesicht nicht anpassen kann. Aber gut. Ich meine, sieht okay aus. Es wäre nur schön, wenn das mal endlich weggehen würde. Ach ja, ist ja gut. Nee, LB. So. Hier haben wir alles verstanden. Das ist alles intuitiv. Ah, so. Das ist sehr schön. Moment, ich kann da mal eben... Genau, ich wollte nämlich die ganze Zeit schon was drücken. Also hier einen Screenshot machen. Aber was muss ich jetzt machen? Charakter kann ich noch weiter anpassen. Aber ich laufe jetzt mal einfach ein bisschen dagegen drum. Entweder sterbe ich oder... Willst du dein Aussehen weiter... Nee, willst du fortfahren? Ja, möchte ich mit dem Spiel. Wenn du dein Aussehen weiter anpassen willst, bleibe und gehe stattdessen zurück zum Spiegel. Das ist mir schon klar. Aber da ich das Gesicht nicht ändern kann, nö, wir gehen rein. So, sehr schön. Oh, ich finde die... Oh, Sonnenuntergang... Boah, es ist richtig geil gemacht. Ich liebe diese Grafiken. Ich kann da nur nicht hingucken, sonst werde ich geblendet. Aber ich liebe diese Grafiken. Die dann auch noch so... Ich liebe überhaupt diese Farbe, ne? Also ich mag unheimlich gerne den Herbst, muss ich dazu sagen. Ich liebe die Farben im Herbst einfach. Ach, eines der verdammten Räder ist abgefallen. Ich glaube, es ist den Weg zur Brücke heruntergerollt. Moment, wo ist X? Links. Schlampige Arbeit, sage ich dir. Kannst du es bitte für mich suchen? Ja, wieso gehst du das nicht suchen? Ich kann ja so lange auf deinen Sachen hier aufpassen.
Also, sagt er das Gleiche? Okay. Irgendwo hier unten wahrscheinlich. Ah, da ist es doch schon. Plopp. Das war schon die Magie des Waldes. Plopp. Auch ihr Esel sieht ja niedlich aus. Ich finde die irgendwie süß. Ah, du hast mein Rad gefunden. Vielen Dank dafür. Ohne das wäre ich nicht viel weiter gekommen. Es lag auch nur ein paar Meter weiter. Hätte es auch selber laufen können. Hey, du kommst mir bekannt vor. Ich bin YouTuberin. Vielleicht hast du mich schon mal gesehen. Nein, sag es nicht. Mir fällt es gleich ein. Alter, provozierendes Quieken und Grunzen. Ach, das ist der Kleine da oben drin, oder was? Halt? Wie kannst du es wagen, Felix? Ich vergesse nie ein Gesicht, aber manchmal erinnere ich mich nicht. Komisches Grunzen. Hm, du hast recht, das Kindchen sieht aus, als hätte es einiges durchgemacht. Aufgeregtes Quieken und Grunzen. Du weißt, du liebst Schwierigkeiten wie jeder Xlüden, aber herumschnüffeln ist unhöflich. Entschuldige meinen Geschäftspartner. Manchmal ist er etwas zu aufgeregt. Sperrt man seine Geschäftspartner immer ein? Ich muss ihn eines Tages unbedingt mal in einen Brunnen werfen. Alter, von dem will ich kein Geschäftspartner werden. Drohendes Grunzen. Aber ich finde die Übersetzung gut. Ja, ja, nicht in diese Flasche. Hör mal, ich werde eine Weile hierbleiben. Wenn du etwas brauchst, komm zu mir. Ich mache einen guten Preis für meine Waren. Könntest du mir vielleicht mal das Rad abnehmen? Ich bin ein kleines... Naja, so klein auch nicht. Ich bin ein junges Mädchen, ja, und muss die ganze Zeit dieses schwere Rad hier tragen. Empörtes Quieken. Ja, ich bin auch gerade empört. Schon gut, unsere Waren. Wer bist du? Man nennt mich Bogdan. Irgendwann kommt mir der Name so bekannt vor. Das ist nicht mein richtiger Name, aber für den Moment sollte er genügen. Ich bin ein reisender Händler, schlage nirgendwo Wurzeln. Bogdan braucht nur 4 Räder unter sich und die habe ich, dank dir. Eines Tages eine Straße vor sich und die Sterne über sich, weiter nichts. Wo sind wir? Ich habe mich verirrt. Du findest dich im westlichen Teil der Länder von Javia. Wenn du weiter die Straße entlang gehst, kommst du zu einem kleinen Dorf namens Kopnik. Ist das ein russisches Spiel? Weil, ich meine den Namen von der Hexe, ich meine, das war auch ein russischer Name von der Hexe. Baba Yaga, glaube ich, hieß die. Jetzt fällt es mir wieder ein. Darf man aber nicht dreimal hintereinander sagen, weil sonst aktiviert man ein Horror-Video. Dort kommen nicht viele Besucher vorbei. Daher bin ich mir nicht sicher, dass es dort Arbeit gibt, solltest du Interesse haben. Ach ja. Die Geschichte von Baba Yaga haben wir, glaube ich, auch in einem Horrorspiel mal kennengelernt. Fällt mir gerade ein. Dass die Kinder den Namen gesagt haben, dass nichts passiert ist und so weiter. Und ja. Es gibt kaum Häuser und Felder, aber der Fluss gleich in der Nähe ist wunderschön. Also entschuldigt, dass ich jetzt ständig hier im Unterbrechen bin, aber es fiel mir jetzt gerade so wie die Schuppen wirklich von den Augen. Wobei ich noch nie im Leben Schuppen oder auf den Augen gehabt habe, aber egal. Was ist das für eine Kreatur da in der Flasche? Oh, du kannst ihn also sehen? Die meisten Leute können das nicht. Man muss schon ein bisschen, sagen wir, aufgeschlossen sein, um Kreaturen wie Felix zu sehen. Also sagen wir mal einfach übersetzt, magisch veranlagt. Und da du gefragt hast, er ist ein Xlüden. Im Grunde Chaos auf Beinen und mit Zähnen. Ich erzähle dir später mehr darüber, wie sich unsere Wege gekreuzt haben. Jetzt muss ich erst einmal das Rad reparieren. Pass auf dich auf. Okay, na gut, dann gehen wir mal. Auf Wiedersehen. Hat er mir das Rad jetzt abgenommen? Ja. Okay, kann man euch streicheln? Ich kann man nicht streicheln, auch nicht füttern. Ich glaube, die werden jetzt aggro. Ich gehe mal wieder. Aber was bist du denn? Sieht doch irgendwie komisch aus. Aber gut. Laufen wir mal weiter die Straße entlang. Oh, ist immer noch Sonnenuntergang. Das ist so schön von den Farben. Ich finde das so geil. Hallöchen. Denys. Willkommen in Kopnik, junge Reisende. Du siehst so aus, als wärst du schon ein bisschen zu lange unterwegs. So fühle ich mich auch.
Wenn du dir ein paar Münzen verdienen willst, findest du hier vielleicht Arbeit. Wir können auf unseren Höfen immer Hilfe gebrauchen. Aber sei vorsichtig in den Wäldern. Nicht jeder hier ist so nett wie ich. Manche stecken dich sofort in einen Kochtopf, wenn sie dich sehen. Ach, ich mach doch nur Spaß. Oder vielleicht auch nicht. Aber da draußen gibt es eine alte Frau, von der manche sagen, sie widme sich der Hexerei. Finde ich gut, finde ich positiv. Wo kann ich sie finden? So, kann ich dir helfen? Ja, erzähl mir von der alten Frau im Wald. Mach einen großen Bogen um sie. Sie ist ein gefährliches Relikt aus unserer dunklen Vergangenheit. Das glaube ich dir nicht. Erzähl mir mehr. Wir sind ein Außenposten an der westlichen Grenze von Javia. Es kommen nicht viele Besucher hierher. Die meisten sind nur auf der Durchreise und transportieren ihre Waren mit dem Boot Richtung Westen. Wir sind stolz auf unser Ackerland und natürlich auf unseren Fluss. Er verbindet unser kleines Dorf mit dem Rest von Javia. Wie ist der Fluss so? Ja, der ist nett. In dieser sumpfigen Gegend fließt er langsam wie dicke Kürbissuppe. Sei froh, dass du nicht im Sommer hierher gekommen bist, denn durch die ganzen teuflischen Mücken ist dann sogar die Luft dicker als Suppe. Oh, ich hasse Mücken. Ich bin außerhalb von der Mückensaison spazieren gegangen. Ich bin so zerstochen wiedergekommen, dass ich mir gesagt habe, ich gehe nie wieder da spazieren. Und wir wollten eigentlich Fotos machen, aber das hatte sich dann auch recht schnell erledigt. Achso, das ist jetzt kleiner geschrieben, weil der Satz so lang ist, nehme ich an. Wenn die alte Frau für die Vergangenheit steht, was ist dann die Zukunft? Hast du in einer Höhle gelebt, Kind? Nee, aber ich bin YouTuberin, ne? Ich krieg draußen von der Welt nicht so viel mit. Der höchste Herr natürlich. Ach du Scheiße. Das ist der, an den die meisten rechtschaffenden Menschen glauben. Achso, im katholischen Sinne meint er. Okay, ich dachte jetzt irgendwie, keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Ja, ist, glaube ich, besser so. Hallöchen. Guten Tag. Mira, was möchtest du? Erzähle mir von der alten Frau im Wald. Also, kein Hallo oder so. Ich bin die und die. Erzähl mir von der alten Frau im Wald. Mama hat mir erzählt, dass die alte Frau im Wald früher durchs Land gereist ist. Und zwar in einem Haus, das sich bewegen konnte. Aber andererseits trinkt Mama gerne mal ein. Wie kann sich denn ein Haus von selbst bewegen? Sieh mich nicht so an. Ich bin nicht von der gebildeten Sorte. Ja, das höre ich raus. Vielleicht hat das Haus Räder wie Bogdans schäbiger alter Karren. Erzähle mir von Kopnik. Siehst du die geschnitzten Schlangen auf unseren Dächern? Es gibt eine Sage über einen Mann, der das Dorf vor langer Zeit in einer Schlangenplage befreit hat. Er grub eine Grube und benutzte eine Flöte, um die Schlangen hineinzulocken. Seitdem ehren ihn die Menschen mit diesen Schnitzereien. Ist das wirklich passiert? Tja, ich weiß nicht, ob diese Geschichte gänzlich wahr ist, aber es gibt hier immer noch eine Menge Schlangen. So tolle Arbeit hat er also nicht geleistet. Okay, bye. Hallo? Soll's doch rausgehen? Wo sind die Krähen hier die ganze Zeit? Die gehen mir auf den Sack. Ich wollte den einen Typ eigentlich nur ansprechen. Oh, wie viele Leute sind denn hier? Hallo! Guten Tag! Oh je! Ruslana! Ja, komm! Also jetzt bin ich überzeugt davon, dass das ein russisches Spiel ist. Jetzt mag ich es noch mehr. Erzähle mir von der alten Frau im Wald. Ich habe sie gesehen. Sie lauert im Gebüsch, mit Augen so rot wie der Blutmond und Reißzähnen so scharf wie Eisen. Möge der höchste Herr uns alle beschützen. Das klingt ziemlich furchteinflößend. Ich meine, ich hatte keine Angst. Es hieß, sie isst nur Kinder und... Oh, viel Glück. Warum? Wieso? Hallo, ich bin doch schon jugendlich. Ich bin kein Kind mehr. Erzähl mir von Kopnik. Du musst unbedingt ein Bad in unserem Fluss nehmen. Das Wasser ist so sanft und beruhigend. Aber pass auf schwimmende Baumstämme auf. Mein Bruder ist Holzfäller im Barzlin. Das ist das nächste Dorf flussaufwärts. Sie benutzen den Fluss, um die Stämme zu transportieren. Ja, geil. Die Leute gehen da drin baden, aber die benutzen den Fluss und... Das ist auch nicht schlecht. Warum sie auf ein Boot laden, wenn sie selbst den Fluss hinabtreiben können? Lass die Natur die harte Arbeit machen.
Weil die, wenn die treiben, vielleicht irgendwo hängen bleiben können. Das wäre, ne? Vielleicht ein guter Gedanke. Stehst du deinem Bruder nah? Nicht so wie früher. Die Familie misst ihn. Er besucht sie nicht mehr oft, so wie früher. Ist der eine von diesen komischen Typen hier mit den Militäranzügen? Oder keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Was stimmt denn nicht? Arg. Einer meiner geliebten Babys, Hasenglöckchen, ist verschwunden. Sie muss sich durch ein Loch im Zaun gezwängt haben. Kannst du sie suchen? Die Herde ist krank vor Sorge. Und ich auch. Gehen wir auf Ziegen verloren, genau. Wo soll ich zuerst nach ihr suchen? Sie muss irgendwo im nahegelegenen Wald sein. Oh, okay. Dann treffe ich vielleicht die Hexe. Das ist cool. Ich habe versucht, sie selbst zu suchen, aber sie ist ein freches kleines Ding und liebt Spielchen. Also vermute ich, dass sie sich vor mir versteckt. Vielleicht hat einer meiner Nachbarn sie gesehen. Gehen dir oft Ziegen verloren? Es ist eine besonders schalkhafte Art. Sie rennen immer weg, verstecken sich oder bleiben irgendwo stecken. Schlingel, die ganze Bande. Meine Nachbarn machen sich nicht einmal mehr die Mühe, mir beim Suchen zu helfen. Das sind aber böse Nachbarn. Auf Wiedersehen. Ja, ich würde jetzt gerne mit jedem Einzelnen... Haben wir endlich hier irgendwie... Okay, das ist zumindest schon mal keine Map. Das ist auch keine Map. Oben, unten, links, rechts. Ist auch keine Map. Okay, also wir scheinen keine Map zu haben. Das ist schlecht. Wo ist denn der Wald? Ist der da? In die Richtung? Sieht so aus, ne? So eingezeichnet. Moment. Ich hätte aber schon gerne eine Map. Bin ich hier richtig zum Wald? Verschwindet, los! Weg mit euch, ihr ekligen Viecher! Hallo, das sind Krähen, das sind keine ekligen Viecher. Ein bisschen mehr Respekt, ja? Erzähl mir von der alten Frau im Wald. Wieder kein Hallo, kein gar nichts. Es wird behauptet, sie sei eine Hexe, aber so etwas gibt es nicht. Das sind nur dumme alte Frauen, die Katzen haben und über uns anständige Leute die Nase rümpfen. Glaubst du also nicht, dass sie eine Hexe ist? Das ist Unfug. Die meisten von uns folgen einem höheren Pfad im Leben. Aha. Sekte? Erzähl mir von Kopnik. Wir sind Bauern und stolz drauf. Der Fluss sorgt dafür, dass dieses Land fruchtbar und reich ist. Perfekte Bedingungen für Kürbisse und Gurken. Das ist positiv. Du scheinst sehr stolz auf dein Dorf zu sein. Ja, natürlich. Wir bauen hier das beste Gemüse an und einer von uns gewinnt immer den ersten Preis bei lokalen Kürbiswettbewerben. Bei lokalen, ja, gut. Lass ich mal so stehen. Hast du hier irgendwo ein Zicklein gesehen? Ich könnte schwören, dass ich in der Nähe des Kürbishofes Geräusche von Ziegen gehört hätte. Beeil dich lieber, da ist ein alter Brunnen in der Nähe und so ein kleines Ding könnte leicht hineinfallen. Okay. Was ist passiert? Siehst du diese Vögel? Sie sehen gerissen aus, mit Knopfaugen wie Bären. Mit Knopfaugen wie Bären. Okay, naja. Ich könnte schwören, sie verfolgen mich. Ich schaffe es nicht, sie davon zu jagen. Die müssen der alten Hexe im Wald gehören. Sie ist doch ziemlich gerissen. Wenn du mir hilfst, sie loszuwerden, werde ich dich dafür entlohnen. Warum verfolgen sie dich denn? Vielleicht habe ich die Hexe gebeten, meine Angeln zu segnen. Und ich habe versehentlich vergessen, sie zu bezahlen. Aha, er kennt die Hexe also und er weiß, dass sie existiert. Lass niemanden wissen, dass ich sie aufgesucht habe. Man würde mich auslachen. Hallo? Aber ich komme auf dem Weg zu den besten Angelplätzen immer an ihrer Hütte vorbei. Also dachte ich, sie könnte mir helfen. Ich hatte das Geld, um sie zu bezahlen, ehrlich. Aber ich habe es bei einer Partie Kitzel den Kürbis verloren. Was ist das denn? Mal sehen, was ich tun kann. Du solltest künftig deine Schulden bezahlen. Ja, das stimmt. Aber ich sag trotzdem mal sehen, was ich tun kann. Muss ich hier Entscheidungen treffen? Da bin ich jetzt so gar nicht drauf eingestellt. Oh nein. Ich muss Entscheidungen treffen. Können die meinen Spiellauf verändern? Ach, hier ist schon der Fluss, oder? Aber er hat irgendwas... Was hat er denn jetzt gesagt, wo dieser Brunnen ist? Oh Gott. Das sind dann die Sachen, die habe ich dann schon in dem Moment abgehakt, nachdem er es gesagt hat und denke, ah, jetzt weiß ich, wo es ist. Jetzt hör mal zu. Sei vorsichtig, Grünschnabel.
Diese Wälder sind das Zuhause vieler Gefahren für Unvorsichtige und Unvorbereitete. Einige Leute sagen sogar, dass eine uralte, knochige Hexe mit Eisenzähnen in ihnen haust. Eine, die dafür bekannt ist, Kinder in ihre Hütte zu locken, um sie dort zu fressen. Es heißt, sie bete die alten Götter an und will die alten Traditionen am Leben halten. Pah, Unsinn, sage ich. Hexen sind ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Neue Glaubenssätze verbreiten sich in diesem Gebiet seit Jahrhunderten von Jahren. Vernünftige Leute, die klar bei Verstand sind, glauben an diese. Unser Gott bevorzugt eine andere Art der Ehrerbietung, viel zivilisierter. Ich sehe keine Hexe, nur eine alte Frau, die mit Vögeln spricht und etwas über Kräuter murmelt. Aber ich würde mich trotzdem von ihr fernhalten. Ja, sowas nannte man auch mal Kräuterhexe. Das sind ganz normale Menschen, die eine ganz besondere Beziehung zur Natur haben, unter anderem zu den Tieren und eine ganz besondere Kenntnis über Kräuter und Bäume und Blumen und so weiter haben. Und ja, halt auch wissen, wie sie die Leute am besten heilen können oder wie sie halt eben positive Eigenschaften des Körpers verstärken können durch Tränke und so weiter, die sie halt mit Kräutern herstellen. Ja, es werden auch Rituale gemacht. Da werden sozusagen Gottheiten in Anführungszeichen geehrt. Angebetet will ich nicht sagen, geehrt. Aber es ist auch alles sehr positiv. Und ja, ich weiß, wovon ich rede. Ach, mach, was du willst. Ich werde dich nicht aufhalten. So, dir wurde von einem Ort erzählt. Finde ihn mit Hilfe des Kompasses am oberen Bildschirmrand. Ja, perfekt. UI Pop-up Highlights on Kompass. Hä? Habe ich das jetzt eingeschaltet oder wäre das jetzt auch so gekommen? Ehrlich gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, mit der will ich nicht mehr reden, die ist doof. Nein, doof ist er natürlich nicht, aber ich will auf jeden Fall jetzt erstmal gucken, ob ich die Hexe finden kann. Den Fluss habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Ich habe dann schon mal die ersten Schritte. Da ist auch Wasser. Moment. Hoch. Ich gucke am besten mal von oben, damit ich hier nicht gleich da drin versinke. Ach, da ist sie. Kann ich eigentlich schwimmen? Warte mal. Ich gehe einfach mal durchs Wasser. Ich nehme die Abkürzung. Ich glaube, wir hätten auch hier drüber gekonnt. Aber egal. Hallöchen, Frau Hexe. Fufu, was ist das für ein Geruch? Jemand wagt es, sich meiner Tür zu nähern. Ein Kind? Hm, natürlich. Weißt du, dass es unhöflich ist, spät dran zu sein, Kind? Ich warte bereits eine ganze Weile auf dich. Hm, vielleicht hast du auch auf mich gewartet. So oder so, wir begegnen uns an einem Scheideweg. Wohin wir von hier gehen werden, wird nur die Zeit zeigen. Okay. Eine unheimlich aussehende Frau, wo sich die Tür von selber öffnet. Finde ich gut. Hallöchen. Darf ich mich vorstellen? Ich weiß immer noch nicht, ich durfte ja keinen Namen eingeben, ne? Wie ich eigentlich heiße. Sieh dich an, schwach und alleine in der Welt, wie ein neugeborenes Kätzchen stolperst du in meinem Garten umher. Sag mir, kleines Kätzchen, was führt dich hierher? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Keine Antwort? Schon gut, schon gut. Wir kennen einander kaum. Und dennoch, vielleicht haben wir uns schon immer gekannt. In einem anderen Leben oder mehreren. Für mich einerlei. Genug des Lerngeschwätzes. Es gibt viel Arbeit zu erledigen. Es gibt immer Arbeit zu erledigen. Meine Regale sind leer und mein Magen grummelt wie der einer Kostschreifrau. Was ist das? wenn ihr wisst, was eine Kostschreifrau ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil es würde mich wirklich mal interessieren. Ich habe jetzt als erstes an so eine Marktschreierin gedacht, aber es könnte, also eigentlich war das mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke waren eigentlich diese, nicht Sirenen, oder hießen die doch Sirenen, also die so schreien und den Tod ankündigen. Aber ich glaube nicht, dass die Hunger haben.
Heißes Wasser und Kräuter sind doch kein Mahl. Bring mir Zutaten, um eine leckere Suppe zu machen. Du findest ein Rezept in dem Buch auf der Bank. Anscheinend musst du gemästet werden. Kätzchen. Meint die mich jetzt oder meint die Katze? Hallo? Du kannst dir meine Vögel ausleihen, aber sei gewarnt. Sie sind mir wichtiger als jede andere Kreatur, die auf dieser Erde wandelt. Und ihr, meine Vögel, meine Kinder der Schwingen und Krallen, sorgt dafür, dass das Kätzchen die Kräuter vom Unkraut unterscheiden kann. Und wenn sie versucht, davonzulaufen, nun ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Okay. Ich dachte eigentlich, du bist eine gute Hexe. Oh, okay. Das hieß nicht, dass ich es drücken muss, sondern das hieß nur, dass ich das machen soll. Okay. Darf ich auch reingehen? Anscheinend nicht. Schade. Okay. Geh in deinem Tagebuch zu Aufgaben, um zu sehen, was die alte Frau als nächstes von dir will. Karte! Karte! Wir haben eine Karte! Oh, sehr geil. Die alte Frau möchte, dass du etwas Honig sammelst. Klicke in deinem Tagebuch auf Sammlung, dann auf Gegenstände und dann auf die Honigwabe, um mehr über sie zu erfahren. Oh Gott, Moment. Auf Sammlung? Auf Gegenstände? Ach so, um mehr über den Honig zu erfahren, nicht über die alte Frau. Okay, ich habe den Satz jetzt falsch verstanden. Du weißt noch nicht, was du daraus herstellen kannst. Ja, das ist ja eine tolle Aussage. Konsultiere dein Tagebuch, wenn du dich verirrt hast. Drücke jetzt auf Y, um es zu schließen. Okay, perfekt. Ach, das ist der Baum, der da rauskommt. Na gut. Ich soll wieder gehen, glaube ich, heißt das. Oh, eins noch. Möglicherweise eine Herausforderung. Sicherlich herausfordernder als ein paar simple Pilze für mich zu finden. Die Lutki haben meinen magischen Talisman gestohlen. Schon wieder. Lutki sind Geister. Sehr leicht reizbare Geister. Besonders, wenn du eine Tasche voller Beeren hast. Du wirst diese elende Holzklötze tiefer im Wald finden. Finde sie. Bringe zurück, was sie gestohlen haben. Sobald du den Talisman hast, kannst du dessen Macht nutzen, um schnell hierher zurückzukehren. Aber kehrst du ohne ihn wieder, dann wird meine nächste Suppe wesentlich fleischiger. Geh nun, stolpere davon, kleines Kätzchen. Ach, ich dachte gerade, das ist mein Galgen, wenn ich das nicht schaffe. Okay. Heimat der Lukti. Dir wurde von einem Ort erzählt. Finde ihn mit Hilfe des Kompasses am oberen Bildschirmrand. Wenn ich jetzt okay drücke, ist es aber trotzdem drin. Also war es jetzt egal, ob ich jetzt okay drücke oder ob ich was anderes drücke. Ja, cool. Ich würde aber mal sagen, wenn ich so schaue, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde mittlerweile aufgenommen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich verspreche euch aber, dass ich regelmäßige Folgen hochladen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich jeden Tag eine Folge hochladen werde oder ob die alle zwei Tage kommen. Ist auch ein bisschen davon abhängig, wie viele Folgen das jetzt insgesamt auch mit Fring Stone sind. Aber es waren, glaube ich, nicht so viele Folgen mehr. Deswegen denke ich mal, dass wahrscheinlich jeden Tag eine Folge kommen wird. Ich bin auf jeden Fall bisher erstmal ziemlich begeistert davon. Grafisch sieht es auch soweit recht gut aus. Und ja, wie gesagt, ich liebe diese Farben hier. Ich liebe es wirklich. Das sieht so ein bisschen aus wie im letzten Herbst und ich finde es unheimlich geil. Und mit diesem wundervollen Blick, weil, sind wir mal ehrlich, mein Gesicht erinnert mich so ein bisschen an Ich einfach unverbesserlich. Also die ist nicht hässlich oder so. Das soll jetzt nicht falsch verstehen. Aber auch mit der spitzen Nase und so. Aber sie sieht sehr hübsch aus. Ich habe eine gute Frisur gemacht und alles. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, mit diesem wundervollen Anblick, mit dem Sonnenaufgang, werden wir dann erstmal die heutige Folge beenden. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr bisher das Spiel findet, ob ihr da schon vorher von gehört habt oder ob ihr das jetzt gerade das erste Mal seht. Und ja, wie gesagt, es ist gerade noch im Angebot. Wenn euch das Spiel für euch selbst auch interessiert, könnt ihr es jetzt im Moment aktuell auch noch etwas günstiger kaufen. Und sind wir mal ehrlich, mit den ganzen AAA-Spielen, die man pro Spiel für 100 € kaufen soll,
selbst die 20 Euro waren es, glaube ich, Normalpreis, sind da wirklich nichts gegen. Und ich habe das Gefühl, dass man hier noch jede Menge Spaß haben kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!